Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Strickhörnsche. Heute zeige ich euch eine komplette Anleitung für diesen wunderschönen RVO-Pullover, der hier einen furchtbaren Knick hat, weil ich euch das Video filmen wollte. Und dann habe ich ihn noch schnell ein bisschen auf die Heizung gelegt und jetzt sieht man hier diesen Heizungsknick. Das ist nicht so schön, aber ich werde den gleich nochmal aushängen und dann wird das hoffentlich erledigt sein. Der Pullover wird von oben nach unten in einem Stück gestrickt. Der Besuchshund ist sehr interessiert. Und dann habe ich oben ein doppeltes Bündchen gestrickt, was mir sehr, sehr gut gefällt. Finde ich wunderschön mit diesem doppelten Bündchen. Es gab verkürzte Reihen, damit hier vorne das Bündchen tiefer sitzt. Ich habe komplett in diesem Muster gestrickt, also auch die Zunahmen damit eingebaut. Unten ebenfalls ein doppeltes Bündchen. Ich habe euch zwei verschiedene Techniken gezeigt. Einmal hier oben zum Zusammenstricken und hier unten ist es zusammengenäht. Dann habe ich die Ärmel angestrickt, ebenfalls in diesem wunderschönen Muster und ein etwas längeres Bündchen gemacht und abgekettet. Mir gefällt der richtig gut. Der kann in jeder Größe gestrickt werden. Wie das geht, erkläre ich euch jetzt. Und ihr könnt jede Wolle verwenden, die ihr möchtet, die sich also auch für Pullover eignet. Und vielleicht eher einen sanften Farbverlauf oder ein Unigarn. Ich hatte das mit einem handgefärbten Garn probiert und da kommt leider dieses Muster nicht raus. Von daher empfehle ich also Uni. Welche Wolle ich verwendet habe, wie viel ich davon gebraucht habe und alle sonstigen Informationen, auch wenn ich mal irgendeinen Fehler erzählt habe, findet ihr in der Videobeschreibung. Immer da reingucken, weil manchmal habe ich auch Quatsch erzählt oder es kommen Fragen hinterher in den Kommentaren, die sich wiederholen und dann ergänze ich das in der Videobeschreibung. Ich kann nämlich Videos im Nachhinein nicht wieder bearbeiten, wenn die einmal hochgeladen sind. Das heißt also, einfach auf den Titel des Videos klicken, dann öffnet sich die Videobeschreibung und dann findet ihr dort alle Infos. Und jetzt legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Zuerst rechnen wir uns den Maschenanschlag aus und der ist für jeden individuell, weil ihr alle eine andere Wolle benutzt, anders strickt und auch einen anderen Kopfumfang habt, ne? Dafür machen wir so eine kleine Mini-Maschenprobe. Mir reicht die schon. Und wir brauchen unseren Kopfumfang. Für den Kopfumfang legt ihr einmal euer Maßband um euren Kopf, messt das aus. Bei mir sind das 54 cm. Und dann braucht ihr den Wert aus eurer Maschenprobe. Ich stricke hier mit diesem wunderschönen handgefärbten Garn von Krakenjans. Ich packe euch das alles nochmal in die Beschreibung, welches Garn das genau ist. Und dann messt ihr euch, ich habe meinen Zählrahmen irgendwie verlegt, mit Hilfe eines Lineals oder was auch immer, eure Maschen auf 10 cm aus. Das sind hier 10 cm. Und ich habe auf 10 cm Breite 24 Maschen. Und damit, mit diesen zwei Werten, 24 Maschen auf 10 cm Breite und, 24 Maschen auf 10 cm Breite und Kopfumfang 54 cm, machen wir eine rucki-zucki einfache Rechnung. Wir brauchen also nur den Wert und dann rechnen wir das mal das. Also 24 mal 54 und teilen uns das nochmal durch 10. Also 24 mal 54 geteilt durch 10. Das sind 129,6. Das ist unser Maschenanschlag dann. Das kann ich natürlich nicht anschlagen. 129,6 Maschen wären schlecht anzuschlagen. In diesem Fall runde ich ab, weil ich ja den Kopfumfang genommen habe und Wolle ja dehnbar ist. Gehe ich jetzt auf 128 Maschen, weil wir hier bei dem Muster, das wir nachher stricken, auf eine Zahl achten müssen, die teilbar ist durch 128. Dann gucken wir nochmal. 128 geteilt durch 4 passt. Das ist eine glatte Zahl, ne? Also ich schreibe das mal hier noch auf. Muster teilbar durch 4. Also muss euer Maschenanschlag schon mal durch 4 teilbar sein. Und dann war es das schon und wir können loslegen. Ich schlage jetzt 128 Maschen an mit meiner 3,5er Nadel. Und wenn ich das gemacht habe, sehen wir uns wieder. Ich habe jetzt 128 Maschen angeschlagen, falls ihr euch wundert. Ich nehme für Kragen und für die Bündchen eine andere Farbe. Hier ein rein weiß oder so ein Wollweiß. Und ich habe ein viel zu langes Seil. Ich war aber einfach nur zu faul, das zu wechseln von meinem letzten Projekt, ne? Also ihr könnt natürlich ein deutlich kürzeres Seil nehmen. Jetzt muss ich mal gucken. Einen viel zu langen Anfangsfaden habe ich auch. Den schmeiße ich mal auf die Seite. Gut, jetzt schließen wir uns das Ganze zur Runde. Ich stricke mit der Magic Loop Methode. Ihr könnt das aber machen, wie ihr mögt, mit Nadelspiel, Crazy Trio, was auch immer. Und dann stricken wir uns erstmal unser Bündchen. Ich sortiere mir mal eben hier meine Maschen. Bevor ihr zur Runde schließt, solltet ihr immer darauf achten, dass sich hier nichts verdreht. Das funktioniert für mich am besten bei der Magic Loop Methode, indem ich erstmal alle Maschen auf beide Nadeln schiebe. Und dann kann ich nämlich so gucken, dass die alle richtig rumliegen, ne? Hier zum Beispiel mit der Anschlagskante nach innen. Und dann sehe ich hier, dass sich nichts verdreht hat, ne? Und dann ist ja die Nadel mit dem Faden ist ja quasi hinten, also drehe ich mir das einfach nur einmal um und ziehe mir dann hier die hintere Nadel raus und stricke dann hier vorne die Maschen ab. Und zwar stricken wir 2 Maschen rechts, 2 Maschen links. Ihr könnt aber natürlich auch jedes andere Bündchenmuster wählen. Ich muss mir gleich mal diesen Anfangsfaden kürzen hier, der ist auch viel zu lang. So. Zwei Maschen rechts und 2 Maschen links. In der nächsten Runde mache ich mir noch meinen runden Anfangsmarkierer rein. Das habe ich jetzt vergessen. Und ihr strickt jetzt einfach alle Maschen ab in 2 Maschen rechts, 2 Maschen links. So, die Runde ist beendet. Das war Runde Nummer 1. Den Rundenzähler brauchen wir nur, um eine gerade Anzahl an Bündchenrunden zu stricken. Wir brauchen dann noch einen Maschenmarkierer, um uns den Rundenanfang zu markieren. Und jetzt geht es wieder von vorne los mit Runde Nummer 2. Und da stricken wir einfach die Maschen wieder so, wie sie erscheinen. Also wieder 2 rechts, 2 links. Und das mache ich jetzt erstmal für eine ganze Weile. Ich melde mich dann nachher und sage euch, wie viel Zentimeter ich für das Bündchen gestrickt habe. Und dann sehen wir uns wieder. So sieht mein Bündchen jetzt aus. Ich habe das für 6 cm gestrickt. Ihr strickt das doppelt so lang, wie ihr das hinterher haben wollt. Denn wir klappen uns dieses Bündchen hier um und dann könnt ihr das auch immer zwischendurch einfach machen und gucken, wie euch das gefällt. Und ich denke, 3 cm ist schon echt so das Minimum. Sonst wird das so schlauchartig. Also 3 cm sieht so dann aus bei mir. Ihr könnt das also immer umklappen und sehen, ob euch das reicht. Und um das jetzt miteinander zu befestigen, stricken wir jetzt erstmal die Runde zu Ende. So, dann könnt ihr euch den runden Anfangsmarkierer erstmal einmal rausnehmen. Der stört jetzt nur. Und dann sucht ihr euch die erste Masche, die ihr gestrickt habt. Und die erkennt ihr an eurem Fadenrest. Dann dreht ihr die einmal so rum. Das war ja, wir haben ja zwei rechts, zwei links gestrickt. Und das ist hier unsere erste Masche. Und da schiebe ich mir jetzt den Markierer rein. Und dann falten wir uns das Ganze hier einmal nach innen und stricken das jetzt zusammen. Dafür nehmt ihr euch, wo ist denn hier mein Arbeitsfaden? Das ist hier irgendwo unter der Nadel verschwunden. Da ist er. Hinterm Seil versteckt, so. Wir nehmen uns also jetzt unseren Arbeitsfaden auf, klappen uns das hier nach innen und dann stechen wir einfach in unsere vordere Masche ein, wie zum Rechtsstricken, und dann suchen wir uns hier hinten unsere erste Masche, die wir markiert haben. Da ist sie. Und nehmen die auch mit. Dann könnt ihr den Markierer rausnehmen, könnt ihr auch vorher rausnehmen, wenn euch das hier zu eng ist. So, jetzt haben wir in beide Maschen eingestochen, in die hier auf der Nadel und in die erste von der Aufnahme der Masche. Und dann ziehen wir den Faden durch beide Maschen durch. Man muss ein bisschen Spannung drauf haben. So. Also wir stricken die quasi rechts zusammen. Jetzt stechen wir in die nächste Masche ein und suchen uns hier, überhaupt im Bild, da, und auch unsere nächste Masche und ziehen den Faden wieder durch beide Maschen durch. Immer schön anziehen. Jetzt hier die linke, die ist bei mir so ein bisschen ausgeleiert, das macht aber nichts, das sehen wir nachher sowieso nicht mehr, und stricken die beiden zusammen. Hier rein. Sucht euch immer die nächste Masche neben der, die wir vorhin gestrickt haben, und zieht den Faden durch beide Maschen durch. Für mich ist das hier ein bisschen fummelig, weil ich mir das nicht so eng vor die Nase halten kann, wie ich möchte. Dann würdet ihr nämlich nichts mehr sehen. Ich hoffe aber, das Prinzip ist soweit klar. Ihr seht schon, hier ist das schon zusammen. Also ihr stecht durch die Masche auf eurer Nadel und sucht euch dann von eurem Bündchen von der anderen Seite hier die passende Masche auch, zieht den Faden durch die Masche und durch eure Masche auf der Nadel und habt das rechts zusammengestrickt. Das machen wir jetzt einmal für die ganze Runde rum, bis wir unser doppeltes Bündchen fertig haben. Für wen das jetzt hier zu schwierig ist, weil er sagt, ich kann nicht erkennen, wo die Maschen hier sind, oder ich kriege den Faden da nicht gut durch. Der kann natürlich auch ein einfaches Bündchen stricken. Das ist schon so ein bisschen eine fortgeschrittenere Technik hier, die nicht unbedingt jeder Anfänger hinbekommt. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Es gibt aber auch diverse andere Methoden, dieses doppelte Bündchen zu stricken. Zum Beispiel, indem man jetzt habe ich nur das englische Wort im Kopf, indem man ein Provisional Cast-On macht. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt, fällt mir gerade nicht ein. Dazu habe ich auch ein Video auf meinem Kanal. Da habe ich nämlich einen Pullover gestrickt, da habe ich auch ein doppeltes Bündchen, aber da habe ich das anders gemacht. Da habe ich die angeschlagenen Nadeln auf eine angeschlagene Maschen auf einer Nadel gesichert, sodass man gleich hinterher beide Nadeln zusammen hat und nur noch zusammen stricken muss. Das ist ein bisschen einfacher manchmal. Ich wollte euch aber auf jeden Fall auch diese Methode zeigen. Es gibt beim Stricken ja immer viele Wege, die nach Rom führen, ne? Von daher müsst ihr gucken. Ich verlinke euch das Video einfach auch nochmal in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr schauen, was für euch einfacher ist. Mein Kragen ist jetzt fertig. Ich habe also alles zusammengestrickt, dass das so ein umgeklapptes Bündchen ergibt, und habe dann noch eine Runde komplett rundherum einmal rechte Maschen gestrickt. Und jetzt teilen wir uns, ich finde übrigens, dass das wunderschön aussieht, und jetzt teilen wir uns den Raglan ein. Das Muster, was wir hinterher stricken, ist teilbar durch 4 und deswegen haben wir uns ja eine Maschenanzahl aufgenommen, die teilbar ist durch 4. Das wird jetzt hier mein Raglan, der hat ja 4 Zunahmestellen. Hier ist das Vorderteil, hier ist das Hinterteil, Rückenteil, hier sind die Ärmel. Und jetzt teile ich mir einfach diese 128 einmal durch 3. Durch 3 sind 42,6. Also hätten wir jetzt hier Rücken, ich schreibe mal Rückenteil im Bild, ja. Hätten wir jetzt hier immer 42,6, hier hätten wir 42,6 und die Ärmel müssen wir noch einmal durch 2 teilen. Das wären 21,3 für jeden Ärmel. So, das können wir natürlich nicht stricken, weil das keine geraden Zahlen sind. Und jetzt verschieben wir uns das so, dass das für uns passt. Für das Vorderteil nehme ich gerne immer mehr Maschen als für das Rückenteil, weil natürlich bei Frauen der Busen mit dazu kommt oder das Bäuchlein, was auch immer. Vorne brauchen wir in der Regel mehr Platz als hinten. Und deswegen nehme ich jetzt hier, runde ich das ein bisschen auf und gebe noch ein paar Maschen dazu und nehme jetzt für das Vorderteil 46 Maschen. Für das Rückenteil bleibe ich bei diesen 42 Maschen, nehme aber die 6 hier weg. Und dann müssen wir uns hier die Ärmel noch passend machen, 21,3, da runde ich auch eher ab auf 20 Maschen. Und dann rechnen wir das nochmal zusammen. 46 plus 42 plus 20, 20 sind 128, genau. Dann passt es wieder. Das ist also jetzt meine Aufteilung, die ich für meinen Raglan mache. Und dann benötigen wir jetzt 4 Markierer. Ich setze jetzt mit euch diese 4 Markierer zusammen und ersetze mir die hinterher beim Stricken durch die, weil die sind mir zu dick. Ich stricke ja mit relativ dünner Wolle, dann hat man immer so komische Übergänge. Das gefällt mir nicht. Okay, da wo wir jetzt sind, ist unsere hintere Mitte vom Rückenteil. Hier sind wir jetzt, ne? Da ist unser runden Anfang. Und wir gehen jetzt hier rum, ziehen uns die Maschen ab und setzen uns jeweils die Markierer. Das heißt, für den Rücken müssen wir bis zum ersten Markierer ein halbes Rückenteil abziehen. Ne? Wir haben ja 46 Maschen für den Rücken und geteilt durch 2 sind das 23. Dann haben wir hier nämlich jeweils 23, hier haben wir 20. Und hier vorne 46. Okay, und dann zählen wir uns das jetzt einmal ab. Jetzt zieht ihr einfach die Maschen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Dann kommt hier unser erster Raglan-Markierer rein. Dann sind wir am Ärmel, dann ziehen wir also 20 Maschen ab. Achtzehn, 19, 20. Dann kommt hier, das war dann unser Ärmel. Jetzt ziehen wir die 46 Maschen für unser Vorderteil ab, machen diesen Markierer rein. Dann wieder die 20 Maschen für den zweiten Ärmel, machen da wieder den Markierer rein. Und dann müsste, wenn alles gestimmt hat, müssten hier noch 23 Maschen über sein, bis wir wieder an unserem runden Anfang sind. Ich wundere mich, warum bei mir die Maschen nicht passen. Ich habe für das Rückenteil hier ja die falschen Zahlen genommen. Das sind ja keine 23, sondern nur 21. Weil wir haben ja am Rücken nur 42 Maschen und 42 geteilt durch 2 sind jeweils 21 Maschen. Also nochmal von vorne abzählen. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum das jetzt auf einmal rot ist. Ich habe ganz viel gestrickt und musste ganz viel wieder ribbeln, weil das Muster, das wir hinterher in dem RVO stricken, leider nicht kompatibel ist mit meiner wunderschönen gefärbten Wolle von Krakenjans. Man braucht für dieses Muster eine entweder einfarbige Wolle, würde ich empfehlen, oder halt irgendwas mit einem sanften Farbverlauf, also nichts Wildes, weil sonst kommt dieses Muster einfach nicht gut raus. Ich weiß das, Aber ich beachte das regelmäßig nicht und versuche immer, das irgendwie passend zu machen, aber das ist halt nicht so. Jetzt nehme ich die Cool Wool von Lana Grossa und das sind meine neuen Werte. Ich habe jetzt 22 Maschen und das ist sind meine neuen Werte, die ich einteile. 2x19 Maschen für das Rückenteil, also für je eine Hälfte, 18 für die Ärmel und 46 für vorne. Und die Markierer setze ich mir jetzt erstmal, indem ich hier von der Rückenmitte aus erstmal die 19 Maschen für das halbe Rückenteil abzähle. Dann folgt der Ärmel, das sind 18 Maschen. Dann zählen wir die Maschen vom Vorderteil ab, setzen Markierer, die Maschen vom zweiten Ärmel setzen Markierer und dann müsstet ihr hier noch die Hälfte vom Rückenteil übrig haben. Nachdem wir jetzt alle Maschen aufgeteilt haben, stricken wir jetzt verkürzte Reihen. Mit der anderen Wolle hätte ich 10 genommen. Ich nehme aber jetzt immer nur 6 Maschen, die ich stricke. Und zwar starten wir hier hinten in der Mitte unseres Rückenteils und stricken einmal in diese Richtung hier 6 Maschen rechts. Dann wenden wir uns das Ganze, stricken zurück bis zur Mitte, stricken hier 6 Maschen und dann stricken wir nochmal 6 Maschen weiter. Dann drehen wir wieder um und stricken dann wieder bis zu dem Punkt, wo wir gewendet haben und 6 Maschen weiter. Wieder bis zum Punkt, wo wir gewendet haben und 6 Maschen weiter. Bei dem Wendepunkt machen wir jeweils immer eine Wickelmasche. Ich zeige euch das aber jetzt. Und in jeder zweiten Reihe machen wir auch unsere Zunahmen für den Raglan. Wir gehen das jetzt alles Schritt für Schritt durch und zwar starten wir erstmal, indem wir jetzt erstmal unseren runden Anfangsmarkierer reinsetzen und wo ist der? Ja. Ich habe hier ein sehr langes Seil, weil ich schon ziemlich weit gestrickt hatte bei dem ursprünglichen RVO, weil ich immer dachte, na, vielleicht kommt das Muster doch noch raus, aber nein. Also, wir stricken 6 Maschen rechts. Na, was bimmelt das hier so? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt drehen wir uns das Ganze einmal um auf die andere Seite, so dass wir hier die linken Maschen sehen. Und dann heben wir uns den Faden inklusive dieser ersten linken Masche ab auf die andere Seite und ziehen das mit dem Faden nach hinten. Also abgehoben wäre das ja so. Und wenn wir den Faden aber über die Nadel nach hinten ziehen, haben wir hier eine Doppelmasche. Und dann stricken wir, nehmen wir den Faden wieder nach vorne, auf der Seite linke Maschen. Macht das mal eben, verteile das mal eben anders auf dem Seil, dass ihr das besser sehen könnt. Entschuldigung, ich muss husten. Stricken jetzt also linke Maschen bis zu unserer Mitte. Hier ist unsere Mitte, da ist der runden Anfangsmarkierer. Den heben wir rüber, am besten ohne Faden. Das ist bei mir ein Rettungsfaden, nicht wundern, weil ich hier schon so oft geribbelt habe. Ich wollte mir zumindest mein Bündchen jetzt sichern. Und dann stricken wir auf dieser Seite auch 6 Maschen. Die wir auf der anderen Seite gestrickt haben. 3, 4, 5, 6 und nochmal 6 Maschen weiter. Der Abstand aus 6 Maschen ist einfach jetzt, ich kann nicht zählen, wenn ich erzähle, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt drehen wir uns das Ganze wieder um, dass wir auf der richtigen Seite weiter stricken und machen hier mit der rechten Masche das Gleiche. Und zwar nehmen wir den Faden und die erste Masche einfach rüber auf die rechte Nadel, ziehen uns das nach hinten stramm, dass hier diese Doppelmasche entsteht und stricken den ganzen Weg wieder zurück, rechte Maschen. Und zwar, bis wir auf der anderen Seite, hier ist die Mitte, dann sind hier unsere 6 gestrickten Maschen und dann kommen wir zu der Doppelmasche. Das seht ihr aber dann. Wenn wir da sind, sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt hier diese 5 Maschen gestrickt und die 6. ist ja diese Doppelmasche. Das sieht so aus, ne? Und die müssen wir als eine Masche abstricken, ne? Da müsst ihr also unter beide Fäden drunter gehen, müsst ihr genau gucken, dass ihr die erwischt, ne? Und strickt das als eine Masche ab. Und dann stricken wir wieder 6 Maschen weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann drehen wir uns das Ganze wieder um auf die linke Seite und machen uns wieder eine Doppelmasche. Und zwar, indem wir den Faden mit der ersten Masche vorne hier abheben, nach hinten rüberziehen, den Faden wieder nach vorne nehmen und linke Maschen stricken. Und zwar den ganzen Weg, das ist die hintere Mitte, bis zu unserer Doppelmasche. Da ist die Doppelmasche, ne? Das sieht wieder so ein bisschen komisch aus. Die stricken wir auch als eine Masche ab und stricken wieder 6 Maschen weiter. Hier 5, 6. Dann wird wieder umgedreht und wir machen eine neue Doppelmasche, Faden mit der Masche abheben, nach hinten stramm ziehen und den ganzen Weg zurückstricken, bis wir auf der anderen Seite an unserer Doppelmasche ankommen. Hier erscheint wieder unsere Doppelmasche. Ich finde, die kann man eigentlich immer sehr gut sehen. Die stricken wir als eine Masche ab und wieder 6 Maschen weiter. Umdrehen. Neue Doppelmasche bilden. Links zurückstrecken, bis wir zur Doppelmasche auf dieser Seite kommen. Da ist wieder meine Doppelmasche. Als eine abstricken und 6 Maschen weiter stricken. Jetzt baue ich mir hier meine zarteren Markierer ein, damit die keine großen Lücken hinterlassen. So, jetzt kommen wir nämlich gleich zu der Zunahme. Habe ich jetzt 6 gestrickt. Einer noch. So. Hier machen wir unsere neue Doppelmasche. Hier haben wir gewendet. Und jetzt stricken wir bis eine Masche vor unserem Markierer. Und jetzt machen wir unsere erste Raglan-Zunahme, weil wir ja jetzt hier beim Raglan angekommen sind. Und zwar machen wir rechts und links geneigte Zunahmen aus dem Querfaden. Ich nehme hier den Faden mit der rechten Nadel von vorne, packe ihn mir auf meine linke Nadel und dann wird dieser Faden rechts abgestrickt. Meist geht das hier schlecht, deswegen geht man hier nochmal von links rein und weitet sich den Faden. Ich halte es dann immer so mit dem Daumen fest und dann kann ich die bequem rechts abstricken. Dann stricke ich die eigentliche Masche noch rechts, nehme den Markierer rüber und mache auf dieser Seite eine links geneigte Zunahme. Dazu gehe ich mit der linken Nadel von vorne nach hinten unter dem Querfaden durch und die links geneigte Zunahme wird immer rechts verschränkt abgestrickt. Das heißt, ihr stecht hier hinten ein und strickt sie rechts verschränkt ab. Jetzt wird wieder nur alles rechts gestrickt, hier über unsere Mitte, bis wir zu der Doppelmasche auf dieser Seite ankommen. So, hier ist meine Doppelmasche, die stricke ich als eine Masche rechts ab. Jetzt ist hier noch eine Masche übrig bis zu meinem Markierer und da mache ich jetzt auch meine rechtsgeneigte Zunahme aus dem Querfaden. Da muss ich erstmal eben den hier wegfummeln. Das ist schwierig, wenn das die erste Reihe ist. So. Draufheben mit der rechten Nadel von vorne, rechts abstricken. So, jetzt zählen wir die 6 Maschen auch weiter. Das ist die erste. Nicht irritieren lassen, ich mache mir einfach nur andere Markierer rein. Dann stricken wir eine Masche, das ist die zweite. Und jetzt machen wir wieder eine Zunahme aus dem Querfaden. Fummel ich hier mit dem und die stricken wir, habe ich 2 Fäden. Na. So, die stricken wir rechts verschränkt. Das ist, da waren 2 Maschen, jetzt stricke ich ja noch meine 6 Maschen, also 3, 4, 5, 6. Wende wieder, mache mir hier nach dem Wenden meine neue Doppelmasche und stricke alles links, bis ich auf der anderen Seite an meiner, also über die Mitte, ne, bis zur Doppelmasche auf der anderen Seite. Hier ist wieder meine Doppelmasche, die ich als eine Masche abstricke. Dann gehe ich wieder 6 Maschen weiter. Dann wende ich wieder, nehme die Masche mit dem Faden ab, ziehe mir das nach hinten stramm und stricke alles wieder rechts zurück. Und das ist das ganze Prinzip. Ihr strickt immer diese 6 Maschen weiter, dreht um, macht die Doppelmasche, strickt zurück. Die Doppelmaschen werden immer als eine Masche in der nächsten Runde abgestrickt. Und wenn wir am Raglan-Markierer ankommen, so wie jetzt, und wir sind in der rechten Reihe, ich quatsch zu viel, dann sind unsere Zunahmen dran. Hier ist der Raglan-Markierer, wir sind in einer Reihe mit rechten Maschen, also machen wir unsere Zunahme rechts geneigt aus dem Querfaden, abstricken, Markierer rüberheben. Eine Masche stricken, links geneigt aus dem Querfaden, rechts verschränkt abstricken, alles rechts, alles rechts. Hier sehen wir uns nochmal für die Zunahme wieder. Eine Masche von unserem Raglan-Markierer halten wir wieder an, machen eine rechts geneigte Zunahme aus dem Querfaden. Bei der rechts geneigten Zunahme nehme ich den Faden mit der rechten Nadel von vorne auf die linke, dann weite ich mir die und stricke diese rechts ab. Rechts geneigte Zunahmen werden immer rechts abgestrickt, dann wird die Masche danach rechts gestrickt, Raglan-Markierer rüber, eine rechts und die links geneigte Zunahme nehmt ihr mit der linken Nadel von vorn nach hinten auf die Nadel und links geneigte Zunahmen werden immer rechts verschränkt abgestrickt. Dann stricken wir weiter bis zu unserer Doppelmasche. Da ist sie, die stricken wir rechts ab und dann stricken wir wieder 6 Maschen weiter. 1, 2, 3, na, die ist aber hier nicht richtig rauf. 4, 5, 6. Und wir wenden wieder, machen uns eine neue Doppelmasche, stricken alles links zurück und auf der linken Seite werden keine Zunahmen gemacht. Da strickt ihr also einfach nur wieder rüber bis zur Doppelmasche auf der anderen Seite. Ich ziehe euch das jetzt einmal aufs Seil, dann könnt ihr schon mal ein bisschen sehen, was wir hier bisher gemacht haben. Fadenchaos zur Seite. So, hier ist unsere hintere Mitte. Sieht jetzt ein bisschen schief aus, weil hier die Nadeln rauskommen. Hier ist hinten unsere Mitte. Und wir haben uns jetzt schon diesen Keil hier reingestrickt. Ne? Und das Ganze könnt ihr so weit machen, wie ihr möchtet. Da gibt es also keine feste Regel für. Als Tipp von mir kann ich nur sagen, die Abstände mit den 6 Maschen, das ist auch nicht festgelegt. Man sagt eigentlich, je dünner die Wolle, desto größer können diese Abstände sein. Also wenn ihr zum Beispiel mit Sockenwolle, sehr dünner Wolle strickt, dann könnt ihr auch immer 10 Maschen machen und dann wenden. Wenn ihr mit etwas dickerer Wolle als ich stricke, dann könnt ihr zum Beispiel auch immer nach 4 oder 5 Maschen wenden. Also diese Zahl ist nicht festgelegt. Ne? Das bedeutet einfach nur, je kürzer hier eure Maschenabstände sind zum Wenden, desto länger werden diese verkürzten Reihen. Ne? Man könnte jetzt zum Beispiel auch schon aufhören, wenn einem das reicht. Das finde ich noch ein bisschen wenig. Ich würde das noch ein bisschen weitermachen. Man kann das Ganze aber auch machen, bis man sich hier vorne fast trifft oder sogar trifft. Ne? Also das ist keine steife Regel. Das kann man ganz nach Vorlieben machen. Und wem das hier viel zu kompliziert ist, weil ihr zum Beispiel das erste Mal einen Pullover strickt, ihr könnt diesen Teil komplett auslassen mit den verkürzten Reihen. Ihr müsst das nicht machen. Das dient einfach dazu, dass hinten der Ausschnitt höher kommt und das Ganze vorne ein bisschen halsferner sitzt. Das gibt einen sehr schönen, angenehmen Sitz, ist aber kein Muss. Ne? Also ihr müsst das nicht machen. Ihr könnt auch das Ganze einfach vorspulen. Und ja, bis wir dann quasi fertig sind mit den verkürzten Reihen und dann macht ihr ab da weiter. Ne? Also ich werde jetzt erstmal mal noch ein bisschen hin und her gehen. Achtet dabei darauf, wenn ihr an diesen Markierern ankommt, dass ihr da auch eure Zunahmen macht. Immer auf der Seite, wo die rechten Maschen erscheinen. Ne? Auf der linken Seite machen wir keine Zunahmen, da stricken wir immer nur drüber. Ne? Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich die verkürzten Reihen fertig habe. Bei mir sieht das Ganze jetzt so aus. Meine letzte Reihe war eine linke. Da habe ich über meine Doppelmasche gestrickt und wieder 6 Maschen weiter gestrickt. Und jetzt werde ich das Ganze beenden, indem ich einfach auf der rechten Seite weiter stricke und mit dem Muster anfange. Um hier weiter zu stricken, müsst ihr definitiv auf einer rechten Seite sein, damit wir auch nicht den Pullover auf der falschen Seite stricken. Und zwar mache ich jetzt noch mal eine letzte Doppelmasche. Rüberheben, nach hinten festziehen. Das Seil im Weg. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir stricken jetzt einmal ohne Zunahmen hier bis zur Mitte zurück. Also einfach nur alle Maschen rechts. Und dann starten wir für alle, die auch die verkürzten Reihen nicht stricken, ab hier komplett neu mit dem Muster und den Raglan-Zunahmen. Wir starten ab jetzt mit unserem Muster und das geht folgendermaßen, das besteht aus 2 Reihen. In Reihe 1 stricken wir alle Maschen rechts und machen unsere Raglan-Zunahmen. Und in Reihe 2 stricken wir 3 Maschen rechts, eine Masche abheben wie zum Linksstricken. Dann wieder 3 Maschen rechts, eine abheben wie zum Linksstricken. Und dann folgt wieder Reihe 1. Und zwar gehen wir das jetzt einmal durch. Dafür würde ich euch empfehlen, nehmt euch einen Reihenzähler zur Hilfe, damit ihr nicht durcheinander kommt. Ne? Und zwar stricken wir jetzt erstmal in Reihe 1 alle Maschen rechts, bis wir zu unserem Raglan-Markierer kommen. Und zwar eine Masche vorher halten wir an. Diejenigen, die die verkürzten Reihen mitgestrickt haben, kennen das jetzt schon. Die Zunahme bleibt gleich. Und zwar halten wir eine Masche vor unserem Raglan-Markierer an und machen jetzt eine rechts geneigte Zunahme aus dem Querfaden. Der Querfaden ist hier zu sehen und zwar heben wir den mit der rechten Masche, stechen wir hier von vorne drunter und heben uns den auf die linke Nadel. Jetzt seht ihr schon, neigt sich das Ganze hier nach rechts und die rechts geneigte Zunahme wird rechts abgestrickt. Dann wird diese eine auch rechts abgestrickt, der Markierer wird rüber gehoben und wir stricken eine Masche rechts und machen jetzt eine links geneigte Zunahme aus dem Querfaden, indem wir mit der linken Nadel auch von vorne drunter gehen, uns den auf die linke Nadel heben. Jetzt seht ihr schon, der Faden neigt sich hier nach links und die links geneigte Zunahme aus dem Querfaden wird immer rechts verschränkt abgestrickt. Also indem man hier hinten einsticht. Dann stricken wir alles rechts bis zu unserem nächsten Raglanmarkierer. Eine Masche vorher halten wir an. Und wir sind eine Masche vor unserem Raglanmarkierer und machen da genau das Gleiche. Wir machen erst eine rechts geneigte Zunahme, Faden rüberheben. Ich weite mir den hier immer so ein bisschen, indem ich von links einsteche, halte das mit dem Daumen fest und dann kann ich die bequemer rechts abstricken. Eine rechts, Raglanmarkierer rüber, eine rechts, links geneigte Zunahme aus dem Querfaden und rechts verschränkt abstricken. Das macht ihr jetzt noch bei den anderen zwei Markierern. Dann strickt ihr bis zum Ende der Runde. So, hier ist noch eine Doppelmasche. Ne? Die müssen natürlich in dieser Runde auch wieder als eine Masche rechts abgestrickt werden. Da schön den Faden anziehen. Ihr strickt also jetzt noch eure zwei Zunahmen hier an den letzten beiden Raglanmarkierern. Und dann sehen wir uns am Ende der Runde wieder. Ich bin am Ende von Runde Nummer 1 angekommen und es startet Runde Nummer 2. Und da stricken wir 3 Maschen rechts, 3, dieser Stuhl macht mich wahnsinnig, ne? So, und dann heben wir eine Masche ab und zwar wie zum Linkstricken, das heißt, wir stechen hier vorne ein, heben die einfach nur rüber auf die rechte Nadel. Dann stricken wir wieder 1, 2, 3 Maschen rechts. Und heben eine ab. 1, 2, 3 Maschen rechts und eine abheben. 1, 2, 3, eine abheben. In dieser Runde werden keine Zunahmen gemacht. Die machen wir ja immer nur in jeder zweiten Runde. 1, 2, 3, eine abheben. 1, 2, 3, eine abheben, die Markiere einfach nur rüber und dann im Muster weiterzählen. Ne? 1, 2, 3, eine abheben. Das Ganze einmal bis zum Ende der Runde. Dann startet wieder Runde Nummer 1. Da strickt ihr also alles rechts und eine Masche vor und eine Masche nach dem Markierer macht ihr eure Zunahme. Und wenn ihr damit fertig seid, dann sehen wir uns nochmal wieder, weil dann gibt es eine kleine Änderung im Muster. Das heißt also, ihr strickt jetzt erstmal Reihe Nummer 2 mit 3 Maschen rechts, eine abheben wie zum Linkstricken, einmal bis zum Ende der Runde. Dann strickt ihr wieder Reihe 1, alle Maschen rechts und eure Raglanzunahmen. Und wenn ihr dann wieder mit Reihe 2 dran seid, dann sehen wir uns wieder. Ich bin noch hier in Runde Nummer 1, vielleicht zur Klarheit, ne? Wir in Runde 2 die abgehobenen Maschen aus Runde 2, die werden hier einfach auch nur rechts abgestrickt. Ne? Und dann macht ihr eure Raglanzunahmen. Ich bin wieder am Ende von Runde Nummer 1 angekommen und jetzt startet Runde Nummer 2. Jetzt haben wir uns in Runde Nummer 1 ja Zunahmen gemacht und die müssen wir jetzt in unser Muster einbauen und das machen wir einfach fortlaufend. Das heißt, wir stricken wieder, Entschuldigung, Erkältungszeit. Wir beginnen also ganz normal mit unserem Muster. Wir stricken also 3 Maschen rechts und heben eine ab. 3 rechts und heben eine ab. stehen die immer schön raus nach oben. Da kann man sehr gut sehen, welches die abgehobenen Maschen sind, weil wir ja immer die gleiche Masche abheben, ne? Eine Masche abheben. Eine Masche abheben. 1, 2, 3. Und hier ist jetzt wieder eine Masche abheben und noch eine rechts. Jetzt ziehen wir auf der anderen Seite aber nicht weiter, sondern wir wollen ja, dass sich das später mit unserem Muster einfügt, ne? Also schauen wir uns auf der Seite an, wo unsere abgehobenen Maschen sind. Das kann man jetzt am Anfang noch nicht so gut sehen, aber wie gesagt, wenn man erstmal eine Weile runtergestrickt hat, hebt sich diese abgehobene Masche hier so ein bisschen nach oben. Also hier sieht man das zum Beispiel ganz gut. Dann kann man immer zurückzählen. Das ist eine abgehobene Masche, dann 1, 2, 3, dann ist das eine abgehobene Masche, 1, 2, 3. Ist das eine abgehobene Masche, 1, 2, 3 und dann würde hier die erste Masche abgehoben werden, damit wir auf dieser Seite auch wieder im Muster bleiben, ne? Jetzt stricken wir nämlich hier 1, 2, 3, abheben und so weiter. Dann wieder 3, eine abheben, 3, eine abheben, 3, eine abheben, ne? Hier sieht man es, hier ist die abgehobene, 1, 2, 3, hier ist die abgehobene und dann werden noch 2 Maschen rechts bis zum Markierer und auf der Seite müssen wir dann wieder gucken. Hier ist die abgehobene, hier kann man es ganz gut sehen, 1, 2, 3, das ist die abgehobene, 1, 2, 3, also stricken, fangen wir hier an mit 3 rechts, eine abheben, ne? Ihr müsst also immer gucken, dass das im Muster bleibt, also das Muster erscheint hinterher so, dass wir diese 3 Maschen haben und dass die abgehobene hier so ein bisschen größeres V bildet, ne? Dann kommen ja wieder 3 Maschen und dann kommt die abgehobene Masche. Und in der nächsten Runde wird ja immer über alles einfach nur rechts drüber gestrickt. Und dann kommt ja wieder... Also diese abgehobene Masche, die bleibt immer übereinander, ne? Und das gibt hinterher wie so eine Art Rippenstruktur, dass dieses V hochkommt. Und ich habe Socken in dem Muster, aber ich glaube, die habe ich verschenkt. Egal. Ich zeige euch das einfach, wenn ich schon ein bisschen weiter gestrickt habe. Wir stricken vielleicht einfach noch ein bisschen zusammen, dass das ganz klar ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das gut erklärt habe, deswegen. Also, wir stricken jetzt erstmal weiter in unserem Muster. Hier habe ich eine abgehoben, also jetzt wieder 3 rechts. Dann hebe ich eine ab. 1, 2, 3, dann hebe ich eine ab. Eine abheben. 1, 2, 3, abheben und dann stricke ich noch 2, dann ist bei mir der Markierer, dann hebe ich den rüber und dann schaue ich mir an, wo ist meine abgehobene Masche. Hier kann ich die gut sehen, 1, 2, 3, hier kann ich sie auch gut sehen, 1, 2, 3, hier ist eine abgehobene und da sind 3 rechte, also bleibe ich hier im Muster und stricke 1, 2, 3, abheben. Ach, das ist gebimmelt. Abheben. 1, 2, 3, abheben. 1. 3 abheben, 1, 2, 3 abheben. Auf der anderen Seite gucke ich, wo meine abgehobenen Maschen sind. Ne, da sieht man sie ganz gut. Hier, die steht raus, die steht raus. 1, 2, 3, die ist abgehoben, 1, 2, 3. Die wird abgehoben, also stricke ich hier eine rechts. Hebe die ab und Fahr im Muster fort. 1, 2, 3, abheben. Hier kommt gleich mein nächster Markierer. Die wird abgehoben. Habe ich hier noch eine über. Und auf der linken Seite vom Markierer suche ich mir immer die abgehobene Masche, dass ich zurückzählen kann. Hier ist eine abgehobene Masche. Hier ist eine abgehobene Masche, ne? 1, 2, 3, hier ist die abgehobene, 1, 2, 3, also hebe ich hier die erste ab. Und dann geht es wieder im Muster weiter. Also ihr baut euch quasi das Muster immer so aus, dass es passt. Wir sehen uns einfach am Ende der Runde nochmal. Am Ende der Runde starten wir jetzt wieder mit unserer Raglan-Runde. Das heißt, wir stricken alle Maschen rechts, auch die abgehobenen, und machen bei unseren Raglan-Markierern unsere rechts geneigte Zunahme auf dieser Seite, unsere links geneigte Zunahme auf dieser Seite. Das machen wir an allen 4 Raglan-Markierern. Und in der nächsten Runde stricken wir wieder Reihe Nummer 2. Da achtet ihr wieder drauf, im Muster zu bleiben. So langsam bildet sich das hier schon ab, aber das kann man jetzt noch nicht so gut sehen. Wie gesagt, da braucht man ein paar Reihen für. Hier ist eine abgehobene Masche, eine 1, 2, 3. Dann wird die abgehoben, die noch rechts gestrickt. Und auf der anderen Seite guckt ihr wieder, dass sich das ins Muster einfügt, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich stricke jetzt erstmal eine Weile, dass man das gut sehen kann. Und dann melde ich mich nochmal. Bei mir sieht das Ganze jetzt so aus und der eigentliche Plan war ja, dass das ein Pullover für mich wird. Allerdings hat meine Tochter mir den Pullover abgeschwatzt. Somit wird das jetzt ein Pullover für meine Tochter und ich bin schon fertig mit meiner Raglanlänge. Da unsere Kopfumfänge nicht mehr so unterschiedlich sind, passt ihr das hier eigentlich am Hals auch sehr gut. Ansonsten hätte ich jetzt hier noch ein Gummi eingezogen, aber das passt mittlerweile ganz gut. Meine Tochter ist 5 und die Raglanlinie, die ich jetzt gestrickt habe, ist 16 cm lang. Für alle anderen Größen packe ich euch die Informationen in die Videobeschreibung. Einfach auf den Titel des Videos klicken, dann öffnet sich die Videobeschreibung und da steht alles drin. Verbrauch von Wolle, die verschiedenen Längen der Raglanlinie und so weiter und so fort. Also wenn ihr jetzt eine Erwachsenengröße strickt, strickt ihr auf jeden Fall noch weiter. Dann kommen wir zur Aufteilung. Ich bin jetzt hier 2 Maschen vor meinem Rücken angekommen und stricke jetzt die Aufteilungsrunde, um die Ärmel und das Vorderteil hier so zusammen zu stricken. Die Aufteilungsrunde ist quasi die nächste Runde, die ihr, also was ihr zuletzt gestrickt habt. Bei mir war das eine Reihe 1 und jetzt stricke ich also in der Aufteilungsrunde dann Reihe 2. Wenn ihr in der letzten Runde Reihe 2 gestrickt habt, strickt ihr jetzt Reihe 1, also quasi nur rechts drüber. Wir machen also keine Zunahmen dann mehr in der Aufteilungsrunde. Okay, ich stricke mal eben zu Ende. Jetzt kommt Reihe 2. Noch meine letzten beiden Maschen. So, und dann stricke ich in meiner Aufteilungsrunde jetzt also Reihe 2, also 1, 2, 3, abheben, 1, 2, 3, abheben. Also ganz normal mein Muster und zwar bis zu meinem ersten Markierer. Dann sehen wir uns wieder. Vielleicht noch ein Wort für die Länge der Raglanlinie. Wenn ihr noch nicht so viel Erfahrung habt, wie der Pullover sitzen soll und so weiter, Empfehlung ist natürlich immer, wenn ihr könnt, anprobieren. Dazu könnt ihr euch das sonst auch auf 2 Nadeln verteilen, die Maschen, dass ihr es bequem anprobieren könnt. Das ist immer der sicherste Weg. Ansonsten nehmt ihr einfach einen Pullover, der gut passt. Und da messt ihr von der Mitte, also ich messe dann immer von der Mitte des Kragens bis unter die Achsel. unter dem Bündchen. Ne? Das Bündchen messen wir nicht mit. Und das sind jetzt hier ja 16, 17, ne? Je nachdem, wie ich es halte. Dann würde ich immer lieber einen Zentimeter zu viel machen. Ne? Vor allen Dingen für Kinder, weil die da noch reinwachsen. Und das ist also eine Möglichkeit, wie ihr abmessen könnt, wie lang eure Raglanlinie sein muss. Die ungefähren Werte für Erwachsene findet ihr aber, wie gesagt, auch in der Videobeschreibung. Ich bin jetzt also hier in meinem ersten Markierer angekommen. Das heißt, ich habe jetzt ein halbes Rückenteil gestrickt. Jetzt ziehe ich mir hier ein bisschen die Nadel raus, damit mir die Maschen nicht verloren gehen. Und hier kommen jetzt die Ärmelmaschen. Und diese Maschen lege ich mir jetzt still. Also ich nehme den Markierer raus. Und ihr könnt das auf ein Nadelseil zum Beispiel transferieren oder auf so eine Ärmelklammer. Ich mache das immer mit einem Fadenrest. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und zwar schiebt ihr euch jetzt, entweder hebt ihr die alle einzeln drüber, das mache ich gerne. So stelle ich sicher, dass ich nichts verliere. Ne, das ist eine Version, die alle hier rüber zu heben auf den Faden. Ne? Oder ihr zieht euch den Faden einmal durch. Es geht schneller, birgt aber auch immer die Gefahr, dass man da nicht durch alles richtig durchsticht. Also das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und wenn ich hier angekommen bin, dann sehen wir uns wieder. So, ich bin jetzt hier am Markierer angekommen. Der kann also auch raus. Und jetzt habe ich alle meine Ärmelmaschen hier auf dem Fadenrest deponiert. Ich mache mir da mal eine Schleife rein, dann kann ich das wieder öffnen und diesen Fadenrest wieder verwenden. Und ihr seht jetzt also, hier haben wir schon unseren ersten Ärmel gebildet. Jetzt stricken wir weiter im Muster. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde mir hier unterm Arm noch ein paar Maschen aufnehmen, um dem Pullover und dem Ärmel etwas mehr Weite zu geben. Das ist etwas, das müsst ihr nicht machen. Das kann man machen, um einfach mehr Weite zu bekommen. Wer alles weit genug hat, braucht das nicht machen. Ne? Die Maschen, die ich mir jetzt hier aufnehmen werde, muss ich auf der anderen Seite beim anderen Ärmel genauso aufnehmen, ne, damit das gleichmäßig wird. Und ich schlinge mir die jetzt einfach auf. Das heißt, ich nehme den Faden, lege den zu einer Schlinge und lege den hier drauf. Und das ist quasi jetzt meine erste Masche, die ich neu angeschlagen habe. Das ist die zweite. Das ist die dritte, das ist die vierte. Ich nehme jetzt 4 Maschen neu auf, das reicht mir. Je mehr Maschen ihr aufnehmt, desto weiter wird das Ganze. Ne? Und dann stricken wir weiter im Muster. Und dazu müssen wir jetzt erstmal gucken, wie unser Muster hier ist. Ich suche mir also wieder die abgehobene Masche, die ich am besten sehen kann. Die Reihe, das ist diese hier, ne? Da ist abgehoben, 1, 2, 3 rechte, hier ist abgehoben, 1, 2, 3 rechte, die ist abgehoben. Also stricke ich hier jetzt 2 Maschen rechts und dann hebe ich ab. Also 1, 2, abheben. 3, abheben. Ne? Und dann strickt ihr wieder einfach in eurem Muster weiter, bis ihr auf der anderen Seite, wir stricken ja jetzt unser Vorderteil, bis wir auf der anderen Seite an unserem Ärmel ankommen. Und da macht ihr exakt das gleiche wie an Ärmel Nummer 1. Das heißt, ihr legt euch die Maschen still, nehmt entweder Maschen auf, wenn ihr das beim ersten Ärmel gemacht habt, oder halt auch nicht, ne, wenn ihr das nicht gemacht habt. Und dann strickt ihr noch die Hälfte vom Rückenteil zurück und dann sehen wir uns wieder. Ich habe nochmal zurückgestrickt, weil mir jetzt gerade eingefallen ist, dass ich das Muster ja ganz gerne fortlaufend unterm Arm hätte. Und dafür muss ich jetzt gucken, wie mein Muster hier aussieht und dafür die passenden Maschen aufnehmen. Also, hier habe ich ja jetzt die abgehobene, dann habe ich 1, 2, 3 rechte und eine abgehobene. Und auf der anderen Seite habe ich 1, 2, 3, abgehoben, 2 rechte, 1, 2 rechts und die wäre abgehoben. Und jetzt gucke ich, dass es passend ist, ne? Also ich kann jetzt hier 1, 2, 3 rechte plus die abgehobene aufnehmen, 4, dann passt es aber nicht. Dann fehlt mir hier noch eine rechte, um glatt weiter zu, um in dem Muster komplett weiter zu stricken. Also muss ich 5 Maschen aufnehmen. Wenn ich jetzt hier 5 Maschen aufnehme, habe ich hier die abgehobene und von meinen 5 Maschen kommen dann 1, 2, 3 rechte, eine abgehobene, eine rechts und dann sind hier noch 2 rechte, die dritte rechte und hier jetzt die abgehobene und dann passt mein Muster wieder. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut erklärt, ne? Also ich würde einfach so viele Maschen aufnehmen dann, dass dieses Muster passt. Falls ihr wesentlich mehr Maschen braucht, müsst ihr dann nochmal 4 extra aufnehmen, weil das Muster ja durch 4 teilbar ist, ne? Also hier ist meine abgehobene. Ne? Ich könnte jetzt auch eine aufnehmen, dann würde es auch passen, ne? Weil dann hätte ich nämlich die eine aufgenommene, 2, 3 abgehoben, 1, 2, 3 abgehoben, dann würde es auch passen, ne? Ich will aber eine, ist mir zu wenig, weil ich bei Kindern immer gerne ein bisschen größer stricke. Dann passt der Pullover auch 2, 3 Jahre. Und deswegen nehme ich jetzt hier 5 Maschen auf, ne? 1, 2, 3. Na. 4, 5. Und dann stricke ich im Muster weiter. Zwei rechten hier. Die abgehobene Masche. Und dann wieder 1, 2, 3. Abheben. Dann bin ich nämlich wieder im Muster drin, ne? Und wir sehen uns, wenn die Runde fertig ist. Ich bin jetzt auf der anderen Seite angekommen beim Ärmel, weil mir eingefallen ist, dass da das Bild natürlich anders sein kann. Und das ist auch genau so. Also, hier habe ich meine abgehobene Masche, dann habe ich 1, 2, 3 Maschen rechts. Jetzt muss ich ja hier Maschen aufnehmen. Und hier auf der anderen Seite ist es so, dass ich abgehoben, 1, 2, 3, abgehoben, 1, 2, 3 habe. Also, von der Seite aus gesehen brauche ich jetzt eine abgehobene Masche. 1, 2, 3 Maschen rechts. Und damit das hier wieder passt, brauche ich noch eine abgehobene Masche. Also in meinem Fall passt das genau. 5 Maschen auch auf dieser Seite. Wenn das bei euch jetzt nicht passt und ihr eine mehr oder eine weniger habt, ist das auch nicht schlimm. Das wird man hinterher nicht sehen. Also nehme ich jetzt hier auch meine 5 Maschen auf, stricke weiter die Runde zu Ende und dann zeige ich euch noch die nächste Runde. Ich bin am Ende der Runde angekommen und jetzt startet wieder Runde 1. Runde 1 heißt ab jetzt, es werden einfach nur noch alle Maschen rechts abgestrickt. Wir haben ja jetzt keine Raglan-Zunahmen mehr, also ist Runde Nummer 1 eine ganz einfache Runde. Wir stricken alle Maschen rechts ab und dann beginnen wir wieder mit Runde Nummer 2. Und da sehen wir uns einfach unterm Arm nochmal wieder. So, ich bin jetzt mit Reihe 1 fertig, habe hier mit Reihe 2 angefangen, also unser Muster, 3 Maschen rechts, eine abheben und komme jetzt hier zum Ärmel. Da sieht man jetzt, dass ich nur eine Reihe mit rechten Maschen gestrickt habe und jetzt schauen wir uns hier an, wie ich im Muster gestrickt habe. Na, hier ist die abgehobene Masche, 1, 2, 3, hier ist die abgehobene Masche und jetzt geht es hier weiter im Muster, ne? Nachher könnt ihr das ja auch gut sehen, also 1, 2, 3. Die wird abgehoben. 1, 2, 3. Die wird abgehoben. 1, 2, 3. Abgehoben. Und jetzt seid ich hier auch wieder richtig im Muster drin, ne? Hier ist die Art, man kann das, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera so gut sieht, aber wenn ihr das in der Hand habt, seht ihr ja die abgehobene Masche, ne? Hier ist die abgehobene Masche, 1, 2, 3, ne? Und dann passt das nämlich jetzt wieder. Und jetzt könnt ihr ganz entspannt immer diese 2 Reihen abwechselnd stricken. Reihe 1 rechte Maschen, Reihe 2 in unserem Muster. Und das Ganze für eure gewünschte Länge. Ich melde mich wieder, wenn ich die gewünschte Länge für diesen Pullover fertig habe. Und dann messen wir mal aus, wie lang das geworden ist. So, mein Pullover hat jetzt seine Länge erreicht, die er haben soll. Da ich ja einen Kinderpullover stricke, stricke ich jetzt noch ein Bündchen an, um das zu verlängern. Falls ihr für euch selber strickt, müsst ihr halt dann so aufhören, dass ihr ja quasi bereit seid, das Bündchen also in die Gesamtlänge zu inkludieren. Für Kinderpullover stricke ich gerade bei Mädchen gerne ein bisschen länger als normal. Das hat sich bei mir sehr bewährt. Meine Tochter ist jetzt 5 und ich habe viele Pullover gestrickt für ihr Alter. Da war sie 3 oder so und die kann sie heute noch tragen, weil sie die am Anfang mehr als so eine Art Kleidchen getragen hat. Da waren die mit Leggings dann ein bisschen länger. Und jetzt haben die Normallänge. Das ist also sehr praktisch. Also wir haben Pullover, die sie wirklich schon das 3. Jahr jetzt im Winter anhat. Und das ist natürlich toll, wenn sich dann die Arbeit so lohnt. Ich stricke das Bündchen jetzt mit einer kleineren Nadel. Ich habe zwar hier ein austauschbares System, aber ich habe keine passende Nadel gerade frei und habe hier noch eine Nadel mit 2,5 mm und mein Bündchen soll jetzt 2,5 mm bekommen. Ich bin noch eine Masche über, ist egal, die stricke ich jetzt einfach noch mit der neuen Nadel. So, und das Bündchen stricke ich jetzt in einem Bündchenmuster, weil ihr habt vielleicht auch gerade gesehen, das hier rollt sich extrem auf. Also ein Bündchen würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und wir stricken jetzt, das haben wir am Kragen gestrickt, wir haben ja nicht vorbereitet, 2 rechts, 2 links, Entschuldigung. Und 2 Maschen rechts, 2 Maschen links. Und das wiederholt sich jetzt immer die ganze Runde rum. 2 Maschen rechts, 2 Maschen links. Falls das bei euch nicht hinkommt mit der Maschenanzahl, also ich mache mir jetzt nicht die Arbeit und zähle das vorher ab, sondern ich sehe das dann am Ende, ob das hinkommt. Falls das nicht hinkommt, nehme ich mir jetzt noch 1, 2 Maschen ab oder so, dass das wieder passt. Mich stört es aber auch nicht, wenn es nicht hundertprozentig passt. Und dieses Bündchen stricke ich jetzt Minimum für 4, vielleicht auch 6 cm, vielleicht klappe ich es unten auch um. Ich muss mal schauen, wie mir das gefällt. Ich melde mich auf jeden Fall wieder, wenn ich die Länge von meinem Bündchen erreicht habe. Und ihr strickt jetzt also, falls ihr das noch nie gemacht habt, immer diese 2 rechts, 2 links bis zum Ende. Und dann geht das wieder von vorne los. Na, dann seht ihr ja auch, hier haben wir 2 rechte Maschen, da haben wir 2 linke und das wird jetzt immer so wiederholt. Und ein Bündchen sollte man immer Minimum, ja, ich würde sagen 4 cm ist schon so ein Minimum stricken, damit sich das nicht umklappt. Und es empfiehlt sich auch immer, eine Nadelstärke kleiner zu gehen. Da müsst ihr aber auch darauf achten, das sorgt dafür, dass es unten ein bisschen enger wird, ne? Kleinere Nadel plus Bündchenmuster zieht sich auf jeden Fall zusammen, ne? Da müsst ihr dann schauen, dass ihr genug Platz für euren Pullover habt. Ich melde mich, wenn ich die gewünschte Länge vom Bündchen erreicht habe und wünsche euch viel Spaß bis dahin. Mein Bündchen sieht jetzt so aus. Das hat jetzt eine Länge von 6 cm und das heißt, wenn ich es umklappe, habe ich genauso wie hier oben am Kragen auch 3 cm. Das finde ich jetzt optisch ganz schön und deswegen machen wir das jetzt, ne? Das soll hinterher auch so ein doppeltes Bündchen ergeben. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt das jetzt gleichzeitig hier hinten verbinden und abketten. Ich kann das ja mal eben zeigen. Das habe ich aber in einem anderen Video, meine ich, schon mal gezeigt. So holt ihr euch das hier hoch. Ich mache das nämlich gleich nicht. Ich nähe das hinterher fest, weil, sage ich euch auch gleich, also... Ihr guckt euch hier, habt ihr ja mit 2 rechten Maschen angefangen, dann guckt ihr euch die Rückseite an und hier sind 2 linke Maschen. Entschuldigung, oh, ich muss husten. So, ich habe jetzt abgekettet und mir den Faden abgeschnitten, damit ich den hier sichern kann. Und jetzt werde ich das umklappen und zusammennähen. Dafür nehme ich jetzt ungefähr, das wäre eine Runde, 3-mal so viel Garn. Wahrscheinlich brauche ich das nicht, aber mir ist immer lieber, ich habe ein bisschen, 3-mal so viel Garn, wie die ganze Runde wäre. Ne? bisschen. So, dann nehmen wir unsere Vernähnadel und fädeln uns den Faden da rein. Und jetzt suchen wir uns hier unsere erste Masche. Die erste Masche ist diese hier, die rechte. Und die erste Masche auf der Rückseite. Auf der Rückseite ist das ja eine linke. Das ist dann quasi im Bild diese hier. Also, hier ist die erste Masche. Da ist die zweite Masche. Jetzt habe ich natürlich ziemlich viel Faden. Jetzt müssen wir einmal alles durchziehen. Jetzt habe ich auch noch den Faden hier auch mit durchgezogen. Der soll da eigentlich nicht mit rein. Genau. So. Bisschen überlassen zum Vernähen. Und jetzt nehmen wir die zweite Masche. Hier ist die zweite Masche. Und da ist die zweite Masche von der linken Seite. So, und jetzt geht das Masche, ich weiß nicht, immer nicht, ob ich im Bild bin, Masche für Masche so weiter. Hier ist die nächste. Und da ist die nächste. Und ihr näht euch das jetzt Masche für Masche zusammen, ganz entspannt. Und wenn das fertig ist, dann sehen wir uns für die Ärmel wieder. Dann stricken wir die Ärmel. Und jetzt habt ihr hier schon, da seht ihr, ein sehr schönes, rundes, umgeklapptes Bündchen. Damit das Ganze gerade wird, ne, achtet immer darauf, wenn ihr hier vorne linke Maschen vernäht, müsst ihr auf der Rückseite, da seht ihr das, rechte Maschen haben. Ne? Hier, ich bin jetzt hier bei den linken Maschen, nehme also erstmal die und dann sehe ich hier hinten die zwei rechten. Also gehe ich in die rechte rein, ne? Damit das gerade wird und sich nicht verzieht. Ich habe jetzt hier mir noch Markierer gesetzt, dass das Ganze schon mal so umgeklappt ist und ich während des Vernähens nicht einfach irgendwie verrutsche und das irgendwie schief zusammennähe. Vielleicht noch als Tipp. Und ich habe beschlossen, ich nähe nur jede zweite Masche zusammen. Das ist mir sonst zu aufwendig. So. Also ich überspringe mal die erste Masche der Rippe. Hier habe ich jetzt die zweite linke genommen und jetzt nehme ich nicht die erste rechte, sondern die zweite rechte und nähe die auf der Rückseite mit der zweiten rechten, mit der zweiten linken dann zusammen. Geht schneller und reicht vollkommen aus. Ne? Ihr seht, also hier habe ich das schon gemacht. Das ist also wirklich, das ist fest. Ne? Ich bin fertig und ich finde, das ist zwar ein bisschen zeitaufwendiger, aber das lohnt sich auf jeden Fall, weil das sieht richtig, richtig schön aus. Also gefällt mir sehr, sehr gut und ja, kann ich doch empfehlen, sich die Zeit zu nehmen. Wirklich schön. So, jetzt kommen wir zum Ärmel. Den ersten Ärmel habe ich schon gestrickt und zwar habe ich hier nur ein paar Abnahmen gemacht im Verlauf des Ärmels. Das gefällt mir mal ganz gut, den größten Teil der Abnahmen hier direkt vor dem Bündchen zu machen, weil das eine sehr, sehr schöne Ärmelform gibt. Ihr seid aber völlig frei, wie ihr den Ärmel stricken wollt. Wenn ihr Abnahmen macht, müsst ihr bedenken, dass sich natürlich der Mustersatz hier ändert. Ich zeige euch das aber, wenn ich meine Abnahmen mache, da muss man halt immer wieder gucken, das ist so wie hier oben bei den Zunahmen. wie das Muster verläuft, dass man wieder ins Muster reinkommt. Ihr könnt den aber auch, ich habe insgesamt nur 4 Abnahmen gemacht, ihr könnt den aber auch gerade runterstricken. Müsst ihr schauen, wie weit hier oben euer Ärmel ist, ne? Ob ihr Abnahmen braucht oder nicht. Und wie viele Abnahmen ihr braucht, da gibt es, da müsst ihr das berechnen, ne? Auf eure Ärmellänge und auf eure Ärmelbreite, wenn ihr also Abnahmen machen möchtet. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung nochmal ein Video, wie ihr das berechnen könnt. Ihr könnt aber, wie gesagt, auch gerade runterstricken und dann hier unten die Abnahmen mit mir zusammen machen. Okay, als allererstes müssen wir uns jetzt mal die Maschen hier, die wir stillgelegt haben, aufnehmen. Und wir stricken den Ärmel mit der gleichen Nadel, mit der wir auch den Körper gestrickt haben. Mal gerade eben gucken. Meine Augen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ich brauche schon hier eine Lesebrille, um zu sehen, was das hier überhaupt für eine Nadelstärke ist, ob das die richtige ist. 3,5. Ja, sehr gut. Okay, dann geht das folgendermaßen. Und zwar fädelt ihr euch jetzt einfach hier eure Maschen, am besten ohne den Faden zu spleißen. Die habe ich schon nicht richtig erwischt. Hier auf eure Nadel zurück, ne? Oder wenn ihr die auf dem Seil geparkt habt, schraubt ihr einfach nur eure Nadeln dran. Das mache ich jetzt einmal die ganze Runde rum und dann geht es weiter. Ich habe jetzt einmal alle meine Maschen hier auf die Nadel gezogen und bei einem Ärmel empfiehlt es sich immer, sich Notizen zu machen, weil ihr wollt ja den zweiten Ärmel im besten Fall genauso haben wie den ersten. Das heißt, ihr braucht einen Reihenzähler und schreibt euch dann am Ende auf, wie viele Reihen ihr gestrickt habt insgesamt, in welcher Reihe ihr die Abnahmen gemacht habt und wie viele Maschen ihr hier unterm Arm aufnehmt. Ne? Das sind alles so Sachen, die sollte man sich notieren. Ich persönlich habe sonst keine Ahnung. Sobald ich irgendwas gestrickt habe, löscht sich mein Gehirn und dann ist nichts mehr davon übrig. Deswegen muss ich mir das immer alles aufschreiben. Okay. Wir nehmen uns jetzt den Faden. Ich lasse immer ein gutes Stück da, um zu vernähen. Stopfe das hier rein. Und jetzt nehme ich mir hier unten Maschen auf. Ich lasse ganz gerne immer das Rettungsseil, also den Faden, wo ich die Maschen drauf habe, lasse ich immer ganz gerne drin, bis ich fertig bin mit meinem Ärmel. Dann kann man notfalls immer ribbeln und hat die Maschen hier immer noch sicher. Okay, Seil ist ein bisschen zu lang, müssen wir hier Magic Loop nutzen. Und zwar nehme ich mir jetzt hier Maschen auf und dann schaut ihr einfach hier unten, das ist die letzte Masche, die hier zur Nadel geht, also wäre hier die erste Masche, die wir aufnehmen müssen. Und dann geht ihr einfach da drunter und holt euch den Faden raus. Und dann geht ihr hier in die nächste Masche und holt euch da auch den Faden raus. Und so weiter, dann wieder in die nächste. Am besten unter beide Maschenglieder und Faden rausholen. Und das macht ihr jetzt hier Masche für Masche, bis ihr alle eure Maschen aufgenommen habt. Jetzt starten wir mit der ersten Runde und da müsst ihr auch gucken, wie habt ihr in der letzten Runde gestrickt, also bevor ihr die Maschen stillgelegt habt. Bei mir war das ja aber in der Runde, wo ich die Maschen stillgelegt habe, eine rechte Runde. Das heißt, ich steige direkt in Reihe 1 jetzt hier mit der Musterrunde ein und dann schaut ihr einfach hier, wie das aussieht. Hier ist die abgehobene 1, 2, 3 rechte, hier ist die abgehobene 1, 2, 3 rechte, also ist die erste bei mir hier eine abgehobene Masche. Die hebe ich also ab und dann stricken wir im Muster weiter. 1, 2, 3 und abheben. Das machen wir jetzt erstmal die ganze Runde rum. Ich komme jetzt hier zu meinen neu aufgenommenen Maschen und jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder im Muster bleiben. Bei mir ist die letzte hier eine abgehobene, also stricke ich jetzt hier 1, 2, 3. Eine abheben Und jetzt habe ich hier noch 3 Maschen übrig und dann ist da die erste ja wieder abheben. Und hier setze ich mir jetzt meinen runden Anfang hin, damit ich wieder im Muster bleibe und der runden Anfang direkt unterm Arm ist, weil wir die Abnahmen auch hier und hier machen werden, ne? Also schaut, wenn ihr eure Ärmelmaschen zählt und dann, was ihr hier unterm Arm noch aufnehmen müsst, dass das wieder durch 4 teilbar ist. Das ist einfach angenehmer dann zu stricken, weil man dann immer im Muster bleiben kann und sich den runden Anfang so setzen kann, dass man mit 3 rechten Maschen startet, ne? Okay, also jetzt kommt dann Runde Nummer 2 und das sind jetzt die 3 rechten Maschen. Und stimmt, in Runde Nummer 2 stricken wir ja nur rechts. Stimmt. Also bei mir ist es so, dass ich jetzt in Runde Nummer 1 meine Musterrunden habe und in Runde Nummer 2 nur die rechten Maschen stricke. Das heißt also im weiteren Verlauf, alle ungeraden Zahlen werden mit abgehobenen Maschen gestrickt und alle geraden Zahlen werden einfach nur rechts gestrickt. Bei mir startet die Abnahme erst viel später, ich glaube in Reihe 11 oder 20 oder ich weiß nicht, muss ich gleich nochmal gucken, weil mein ursprünglicher Plan war, dass ich keine Abnahmen stricke, weil ich keinen Bock hatte, mir das Muster hier zu versauen. Aber dann habe ich festgestellt, dass der Ärmel doch mega weit ist und deswegen habe ich dann doch noch ein paar Abnahmen eingebaut. Aber wie gesagt, das ist hauptsächlich Geschmackssache, ne? Wie weit man so einen Ärmel haben möchte und ja, wie die Form dann hinterher aussehen soll. Gut, dann würde ich sagen, strickt ihr jetzt immer abwechselnd die 2 Runden, so wie am Körper auch. Und wir sehen uns dann für die erste Abnahmerunde wieder. Ich komme jetzt zu meiner ersten Abnahme und die machen wir immer am Anfang und am Ende einer Runde. Und zwar stricken wir eine Masche rechts, heben eine Masche wie zum Rechtsstricken ab, stricken wieder eine Masche rechts und heben die abgehobene über die zuletzt gestrickte drüber. Dann stricken wir die Runde bis 3 Maschen vom Ende der Runde zu Ende. Also alles stricken, bis nur noch 3 Maschen übrig sind. 3 Maschen vor Ende der Runde halten wir an und dann stricken wir die nächsten beiden rechts zusammen. Dafür stecht ihr einfach durch beide Maschen ein, holt euch den Faden durch beide Maschen und dann habt ihr auch da eine Masche abgenommen. So, und in der nächsten Reihe schauen wir uns wieder unser Muster an, ne? Also hier ist ja die abgehobene Masche, also 1, 2, 3 rechte. Hier ist wieder die abgehobene Masche, also haben wir jetzt hier 2 rechte, ne? Ich meine, ist ja auch klar, wir hatten vorhin 3, also haben wir jetzt 2. Aber daran müsst ihr jetzt halt also denken, damit ihr im Muster bleibt, wenn ihr Abnahmen macht, ne? Und das ist schon alles. So macht ihr also eure Abnahmen, falls ihr die machen wollt. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ihr die Länge erreicht habt, die ihr für den Ärmel braucht. Und dann machen wir noch ein Bündchen. Viel Spaß! Ich komme jetzt zu den Abnahmen vor dem Bündchen. Das heißt, ich habe jetzt die komplette Länge von meinem Ärmel gestrickt und möchte jetzt ja noch Abnahmen machen. Und was ihr jetzt machen könnt, um zu sehen, wie viel Abnahmen ihr hier noch machen möchtet, ist, ihr steckt euer Handgelenk hier rein, haltet euch das hier so fest und schaut, wie eng ihr das haben wollt, so oder so. Und dann zählt ihr euch hier die Maschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, auf der anderen Seite auch, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Das heißt, ich möchte mir hier 17 Maschen abnehmen und dann zähle ich einmal, wie viele Maschen ich insgesamt hier auf der Nadel habe und teile mir das durch die 17 und dann weiß ich, wie viele Maschen nach jeder wievielten Masche, Entschuldigung, ich abnehmen muss. Bei mir ist das jetzt natürlich nicht akkurat, weil das ist ja für meine Tochter, das heißt, das habe ich an ihr ausgemessen und bei mir kam raus, dass ich jede 3. und 4. Masche zusammenstricken muss, um das Ergebnis zu bekommen, was ich haben möchte. Und das machen wir einfach, indem wir diese Maschen dann rechts zusammenstricken. Das heißt, ich stricke jetzt also immer, das ist jetzt eine Runde mit nur rechten Maschen, ne? Also meine letzte war eine mit Abheben. Also ich stricke jetzt 1, 2 und das ist meine dritte und vierte und die beiden stricke ich rechts zusammen. Dann stricke ich wieder 1, 2 und die nächsten beiden rechts zusammen. Und das macht ihr jetzt in eurem Abstand, den ihr braucht, um dann die Maschen auf der Nadel zu haben, die ihr für euer Bündchen stricken wollt. Und dann sehen wir uns nach der Runde wieder. Wenn ihr die Reihe beendet habt mit euren Abnahmen, dann starten wir jetzt mit dem Bündchen. Und da stricken wir auch ganz normal, wie bei unseren anderen Bündchen bisher auch, 2 rechts, 2 links. Und das mache ich mit einer Nadelstärke kleiner, also mit einer 2,5er. Also stricke ich mir jetzt einfach die Maschen auf meine kleinere Nadel, 2 rechts, 2 links, und ich würde euch wieder empfehlen, euren Reihenzähler zu benutzen, damit ihr den anderen Ärmel auch wieder genauso lang stricken könnt, ne? Ich mache das jetzt einmal, ich weiß gar nicht, wie viele Reihen ich auf der anderen Seite gemacht habe, muss ich gleich mal gucken. Und wenn ich mit dem Bündchen hier fertig bin, dann sehen wir uns wieder und ketten das Ganze ab. Ich bin jetzt hier am Ende meiner ersten Runde und ich habe jetzt hier 2 rechte Maschen gestrickt und hier noch 4 über. Das hieße jetzt 2 links, 2 rechts, aber ich bin mit 2 rechten angefangen, also stricke ich mir die jetzt hier zusammen. Und zwar die ersten beiden stricke ich mir links zusammen. Und die zweiten beiden links. Dann habe ich nämlich jetzt wieder mein passendes Musterteil bei durch 4. Ihr könnt euch das natürlich auch vorher ausrechnen, aber ich bin da immer ganz pragmatisch. Und das ist jetzt Runde Nummer 2. Und dann geht es weiter mit dem Bündchen und wir sehen uns, wenn das fertig ist. Mein Bündchen hat jetzt eine Länge von 6 cm und das ketten wir jetzt ab. Denkt daran, das Bündchen lang genug zu machen, damit sich das nicht umklappt, ne? Und zwar ketten wir das elastisch ab. Und das Bündchenmuster wird immer so gestrickt, wie es erscheint. Das heißt, wir stricken erstmal 2 Maschen rechts. Und jetzt gehen wir mit der linken Nadel wieder in beide Maschen, die wir gerade gestrickt haben, rein, so dass die linke Nadel vorne ist und die rechte Nadel hinten. Und mit der hinteren Nadel holen wir uns den Faden und ziehen den durch beide Maschen durch. Dann wird die nächste gestrickt, das ist eine linke. Und dann machen wir wieder das Gleiche. Wir gehen mit der linken Nadel wieder in die Masche rein und mit der rechten stricken wir beide Maschen rechts verschränkt ab. Dann wird die nächste wieder so gestrickt, wie sie erscheint. Und wir stricken wieder beide Maschen rechts verschränkt ab. Und das Ganze machen wir jetzt Masche für Masche, bis wir alle Maschen abgekettet haben. Und dann zeige ich euch noch, wie ihr das schön vernähen könnt, damit es kein Stüfchen gibt. Und dann kommen wir noch zu den Fäden. Wenn ihr die letzte Masche abgekettet habt, dann schneidet ihr den Faden ab. Dann kann der einmal hier rausgezogen werden. Und jetzt haben wir ja hier so eine etwas unschöne Lücke und die schließen wir uns jetzt. Und zwar mache ich das jetzt so, ich ziehe den komplett einmal auf links. Da kann ich am besten alle Fäden vernähen. Und man kann jetzt auch den Sicherungsfaden rausnehmen, wenn man mit dem Ärmel komplett fertig ist und zufrieden ist, dann kann der auch raus. Ich verwahre mir den immer auf, dann in dem Fall nicht. Der hat nämlich einen fiesen Knoten, den ich nie wieder aufkriegen werde und dann aufschneiden. Der wird dann einfach rausgezogen, ne? So, kommen wir zur kleinen Treppe hier im Bündchen. Das ist ja hier so eine Lücke und die schließen wir uns jetzt. Nehmt also eure Vernähnadel, fädelt den Faden da ein und dann sucht ihr euch, hier kommt der Faden raus und dann sucht ihr euch einmal die erste Masche auf der anderen Seite, das ist diese hier. Und dann geht ihr unter beide Maschenglieder durch, zieht den Faden durch und jetzt seht ihr schon, jetzt ist diese Lücke geschlossen. Damit das aber schön sicher ist, gehe ich nochmal auf der anderen Seite unter dem kompletten Maschenglied durch und hier auch nochmal. Dann ist das schön zu und jetzt vernähen wir uns noch die Fäden. Wie ihr das macht, ist natürlich, bleibt euch überlassen. Ich mache das immer hier in der Rippe. Und dann müssen noch die beiden Löcher unterm Arm geschlossen werden. Dann wird das auch vernäht mit dem Faden, den wir uns da übergelassen haben. Die sind ja jetzt in dem Fall nicht so groß, die Löcher, weil wir uns neue Maschen aufgenommen haben. Und dann wird das gute Stück noch ein Entspannungsbad bekommen und dann sind wir fertig. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Dann lasst mir nämlich gerne ein Däumchen nach oben da. Und wenn ihr diesen tollen Pullover gestrickt habt, dann freue ich mich über eure Fotos auf Instagram. Da könnt ihr mich einfach erwähnen, dann wird mir das angezeigt und ich kann eure Fotos bewundern. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.